Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Memory PC und zwar mit dem High-End Gaming PC, unter anderem mit einem Ryzen 7 7800X 3D und einer RTX 4080 Super für 2199 Euro, runtergesetzt von 2399 Euro. Das System wurde mir vorgeschlagen von Andy95 bei uns im Videovorschlägerkanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Ist kein Fake-Bild oder so. Klar, man sieht hier so einen kleinen Luftkühler, obwohl eine Wasserkühlung verbaut ist, aber das ist schon in Ordnung so. Hier haben wir das Gehäuse, ist jetzt nicht grob, dass irgendwie was gezeigt wird und es leuchtet und ist toll und es ist dann nicht da, wenn ihr es nach Hause bekommt. Das ist zur groben Orientierung in Ordnung. Kommen wir auch direkt zu dem Gehäuse. Das ist das BeQuiet PureBase 500FX. Das hatten wir jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen häufiger, das Case. Ist auch schon ewig am Markt. Das bringt aber 320mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind. Und 140er im Heck, ebenfalls RGB beleuchtet. Dann haben wir hier vorne noch diesen Streifen. Wir haben eine Mesh-Front Airflows gegeben. Ist soweit alles okay. Ihr müsst immer nur ein bisschen aufpassen, wenn ihr jetzt, sage ich mal, eine 360er Wasserkühlung einbauen wollt. Hier ist eine 240er drin, die passt oben rein. Aber bei einer 360er habt ihr dann irgendwie ein Problem, dass ihr die Grafikkarte noch reinkriegt. Je nachdem, welche Grafikkarte es ist, so eine mit Triple Fan Design, wenn dann noch ein Radiator in der Front steckt, dann wird es sehr, sehr eng. Ansonsten, wem es gefällt, von mir aus. Und das kostet 119,89 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X 3D. Haben wir auch sehr oft in letzter Zeit, weil Intel im Moment überhaupt keine Alternative darstellt. Wir haben 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP und er unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Solltet ihr einen PC selber bauen oder auch irgendwo kaufen, ganz locker 6000 MTS, sofern ihr nur zwei Riegel benutzt. Und es ist und bleibt wie immer der beste Prozessor im Moment zum Zocken, was Preis-Leistung angeht. Natürlich, es gibt noch den 7950X 3D, der dann noch eine ganze Ecke besser ist, klare Sache. Aber wenn ihr Preis-Leistung haben wollt, 7800X 3D. Jetzt hatte ich letztes Mal einen Kommentar, hey, der 7900er X 3D, der ist ja viel günstiger als der 7800er. Ja, der hat aber wieder ein anderes Chip-Design, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Der 7900X 3D ist teilweise schlechter in Spielen als der hier. Deswegen sage ich dabei, nehmt lieber den. Der reicht sowieso aus, der hat ja auch 8 Kerne, ihr könnt damit auch streamen, wenn ihr wollt, auch Videoschnitt und so. Klar, Intel bringt da noch ein paar Vorteile mit. Wenn ihr aber nur zocken wollt, ganz locker. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, der ist tatsächlich immer noch günstiger. Der 7900X 3D. Allerdings, wie gesagt, das Speicherdesign von diesen 3D V-Cache und so ist wieder ein anderes. Schaut euch dazu mal einige Tests an. Das ist ganz interessant zu sehen, dass der kleinere Prozessor quasi besser ist als der hier. Und der 7800X 3D kostet 404,90 € bei alza.de. Die Wärmeleitpaste, da haben wir einmal Thermal Grizzly Cryonaut. Nehmen wir jetzt so mit, eine 1 Gramm Tube. Ich schätze mal, das reicht auch gerade so, um einen Prozessor damit zu versorgen. Die haben wahrscheinlich so einen Pot da stehen. Aber ist egal, berechnen wir natürlich mit. Und die kostet 7,88 € bei Mindfactory. Die Wasserkühlung ist eine MSI Mac Core Liquid 240R V2. Wie der Name schon sagt, 240er Wasserkühlung, hat 3 Jahre Garantie, sieht auch einigermaßen schnieke aus. Die erste Variante davon, also quasi die V1, hatte Probleme, genauso wie 360er, deswegen kaufe ich grundsätzlich keine MSI Wasserkühlung mehr. Es kann natürlich sein, dass es hier wieder locker behoben haben, klar ist ja sozusagen eine Revision bzw. eine neue Variante, aber rein technisch gesehen reicht die auch völlig aus für den 7800X 3D. Ist jetzt so ein persönliches Ding von mir. Also ich habe einmal schlechte Erfahrungen gemacht, kann natürlich sein, dass die super läuft, deswegen, ich sage nur, technisch passt das. Und die kostet 70 Euro über den Amazon Marketplace bei Planet Schlegel. Das Mainboard ist ein Gigabyte B650 Eagle AX Wi-Fi. Der B650 Chipsatz völlig ausreichend für diesen Prozessor. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein. Das ist immer ganz cool gemacht bei Gigabyte, dass die quasi die SSDs da drunter setzen, weil der Kühler der Grafikkarte das sowieso überdeckt. So bleiben die 3 Slots noch frei für Erweiterungskarten wie eine Capture Card zum Beispiel. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, 6x USB 2.0, 2x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, Netzwerkanschluss, Bluetooth und WLAN-Antennenanschluss, also da liegen Antennen mit dabei, die könnt ihr da reinschrauben, dann einfach oben auf den PC stellen. PS2-Anschluss und die Onboard-Grafikanschlüsse, HDMI und DisplayPort, könntet ihr theoretisch benutzen, wenn die Grafikkarte mal irgendwie die Grätsche macht. Solange die Grafikkarte läuft, bitte die Anschlüsse der Grafikkarte nehmen, sonst habt ihr einen erheblichen Leistungsverlust. Das ist in dem Preisbereich in Ordnung, das Board. Ist nicht irgendwie so ein Micro-ATX-Board mit wenig Anschlüssen oder so, das ist okay. Es gibt bessere, ich habe auch gleich noch eine Alternative, wenn man das so nennen kann, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und das kostet 129,90 € bei XCOM. Jetzt kommen wir zu einer Besonderheit. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 RAM 5600 MTS. Das ist immerhin schon mal mehr als das, was AMD angibt.
den ADATA Premier 2x16GB Dual Channel. Da muss man jetzt eine Weile suchen. Das Coole ist, die haben die Bilder von diesem RAM halt mit drin, da kann man ranzoomen und sich dementsprechend diese Seriennummer rausziehen. Das wäre dann dieser hier. 32GB, 5600 MTS, CL46. Nein, es ist nicht gut, wenn die Zahl höher ist. Die sollte niedriger sein. Das ist richtig, richtig, richtig billiger RAM. Ich meine, es ist schön, dass sie 5600 MTS nehmen gegenüber 5200, was AMD angibt. Aber CL46. Und glaub mir, das merkt ihr. Also das merkt ihr definitiv in den 1% Low FPS. Da habt ihr mittlerweile so kleine Mini-Ruckler, wenn ihr dann am Zocken seid. Je nachdem, welches Spiel natürlich. Bei Valorant und so jetzt nicht, aber bei anderen Spielen. Er geht gar nicht. Also den solltet ihr euch definitiv umkonfigurieren, falls ihr irgendwie mit dem Gedanken spielt, euch das System zu kaufen, weil das ist überhaupt nichts. Den kaufen sie auch ganz, ganz billig ein. Ansonsten auch 32 GB ist nett. Kann man auch machen, aber der Rest ist halt einfach, nee, muss nicht sein. Und der kostet 89,90 € bei Alternate. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4080 Super 16GB Gateward Panther OC. Die hatten wir jetzt auch schon häufiger, hier wissen wir immerhin, was wir genau bekommen. Also das wird dieses Design sein, weil sie es ja wirklich festschreiben. Das ist sozusagen die, ja, zweitstärkste Grafikkarte am Markt. Also die 7900 XTX von AMD zum Beispiel hat mehr Rohleistung, dafür kackt die dann wieder ab bei Raytracing gegenüber dieser hier. Man kann sagen, 4090, 4080 Super und dann die 7900 XTX würde ich von meiner Seite jetzt einfach mal so behaupten. Das ist eine gute Karte für WQAD und 4K Gaming. Kommt immer ganz darauf an, was für Einstellungen ihr dann tätigt in den Spielen. Wollt ihr DLSS benutzen, Raytracing benutzen, je nachdem wie viele FPS ihr erwartet. Ich habe einfach wieder einen FPS-Test unten in der Videobeschreibung. Schaut euch mal an, ob der euch irgendwie zusagt oder ihr doch eine stärkere Karte braucht. In dem Preisbereich aber super gewählt. Und die kostet 999 € bei Alternate. Die SSD ist eine 1000 GB Western Digital WD Blue SN 580. Die hat eine Lese- und Schreibrate von 4150 MB die Sekunde. Das ist schon, ja, gehobenes Mittelfeld. So eine PCI Express 4.0 SSD kann so 7000 bis 7500 theoretisch. Das reicht aber ganz dicke für Gamer aus. Da braucht ihr auch nichts Schnelleres. Natürlich, wie gesagt, es gibt schnellere, aber muss nicht sein. 1 TB bei dem Preispunkt viel zu wenig. Glaubt mir, 1 TB ist schnell voll. Ihr installiert irgendwie 5 AAA-Titel oder 4 Stück und dann ist das Ding wirklich voll, weil noch Windows drauf ist. Ihr habt noch Discord, ihr habt noch Spotify, ihr habt noch Browser, ihr habt noch was auch immer ihr so alles installiert, die ganzen Treiber und so. Deswegen lasst euch gesagt sein, vielleicht das auch umkonfigurieren. Qualitativ kann ich aber gar nicht meckern, das ist okay. Und die kostet 60,54 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein BeQuiet Dark Power 13 850 Watt Vollmodular 80 plus Titanium Aktion. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Titanium zertifiziert und Vollmodular und hat halt 850 Watt, was dicke ausreicht für einen 7800X3D und eine 4080 Super und auch schon den neuen Stecker mit dabei für die Grafikkarte. Das ist ein bisschen übertrieben. Also die Qualität ist übertrieben. Klar kann man machen, wer da Freude dran hat, das hält auch lange, ist qualitativ wirklich ein super Netzteil. Hätte auch ein günstigeres eigentlich völlig ausgereicht. Hinten Gold zertifiziertes. Ihr merkt diesen Sprung von Gold zu Titanium sowieso nicht großartig. Aber gut, wenn ihr da Bock drauf habt, eine schlechte Wahl ist es nicht. Die Thematik ist halt so, es ist besonders teuer. Und dadurch erscheint das System gleich auch irgendwo günstig, dem aber nicht so ist. Also klar, ihr kriegt es. Aber ihr müsst es nicht haben. Aber ist mal was anderes, nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Und das kostet stolze 229,18 € bei Mindfactory. Laufwerk haben wir nicht dabei, Windows haben wir auch nicht mit dabei, ist eine Standardbearbeitung und 24 Monate Herstellergarantie. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Wärmeleitpaste, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2111,19 € und das System kostet 2199 €. Ist keine Abteilung. Zocke ist preislich sogar sehr, sehr gut. Was mich persönlich wieder extrem stört, ist diese RAM-Geschichte. Wo nehmen die das alle her? Es wäre doch so einfach, CL30 RAM zu nehmen. Von mir aus auch CL32, wenn es denn sein muss. Ob jetzt mit oder ohne RGB-Beleuchtung, ist mir völlig Latte. Aber da wieder das Billigste vom Billigsten reinzuklatschen, nur damit man halt einen guten Endpreis kriegt, finde ich blöd. Die kaufen den nicht für 90 € ein. Glaubt mal ja nicht. Und auch das Netzteil würden sie jetzt nicht als Aktion da reinschmeißen, wenn sie es nicht loswerden wollen oder auch nicht günstig drangekommen wären. Ansonsten ist die Konfiguration an und für sich stimmig. Das sind halt die beiden Punkte, die mich nerven. Und die 1 TB SSD. Sagen wir jetzt mal, ihr wollt euch den wirklich kaufen, weil der Aufpreis halt wirklich marginal ist. Dann wechselt auf jeden Fall den RAM. Und die SSD, dass ihr mehr Speicher habt. Das Netzteil kann von mir aus so bleiben. Wenn ihr es unbedingt haben wollt und das jetzt kein großer Aufpreis ist in einem Konfigurator gegenüber einem normalen Netzteil, was ich jetzt als normal empfinde, ja, dann könnt ihr den theoretisch mitnehmen. Aber diese Grundkonfig finde ich schon wieder
Weiß ich nicht, muss halt nicht sein. Ich zeige euch jetzt mal eine Alternative in Anführungsstrichen, weil da ist der Aufpreis höher, aber ihr seid trotzdem besser. Das ist der Benz Hardware 2000 Edition für 2199 Euro, also der gleiche Preispunkt wie auch beim Memory PC. Wir haben auch einen 7800X3D, allerdings nur einen Luftkühler, auch ARGB beleuchtet und so, reicht auch für den Prozessor dicke aus, aber ist halt keine Wasserkühlung, deswegen sage ich es dabei. Das B650 Tomahawk Wi-Fi finde ich persönlich besser als das Eagle, was wir eben gesehen haben von Gigabyte. Es ist auch besser technisch gesehen, bessere Spannungswandler und so weiter. Könnt ihr bei Geissheims mal vergleichen. Es ist auch eine 4080 Super. Ob es jetzt unbedingt die für 999 Euro wird, wie eben diese Panther, oder halt die günstigste, die ich jetzt in den Warenkorb geworfen habe für 930 oder so, ich kann es euch nicht genau sagen. Leistungstechnisch sind die sowieso alle gleich auf, vielleicht plus minus 3%. Allerdings haben wir hier schon 32 GB 6000er RAM CL30. Da wisst ihr halt, was ihr bekommt. Ich meine, bei dem anderen wisst ihr es auch. Sie haben es ja gut versteckt, sie schreiben es ja nicht dabei. Ich habe das anhand des Stickers halt herausgefunden. Hier bekommt ihr doppelt so viel Speicher und dies dafür auch noch doppelt so schnell, und zwar die NM790 Lexa 2 TB. Hier ist ein Vernunftsnetzteil drin, quasi das gleiche Netzteil wie eben, nur eine Stufe drunter. Also goldzertifiziert und nicht Titanium. Und das Gehäuse finde ich persönlich auch besser, das APNX C1 Midi Tower. Das sieht halt so aus. Bringt auch schon Lüfter mit RGB beleuchtet, pipapo, ne? Aber ich finde das irgendwie hübscher als das andere. Ist aber auch Geschmackssache, müsst ihr selber wissen. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.059,42 Euro. Und das Ding kostet 2.199 Euro. Wie ich eben schon sagte, natürlich, der Aufpreis ist höher. Was auch einfach daran liegt, weil die dieses Dark Power Ding da reingemogelt haben. Und diesen schlechten RAM, den sie ja noch viel günstiger einkaufen. Wie auch immer. Dubaro macht das auch. Dubaro kommt auch günstiger an einige Klamotten dran. Da braucht man nicht drüber reden. Ich finde den hier aber einfach besser. Und technisch gesehen ist er bis auf diese Wasserkühlung-Luftkühlung-Geschichte auch besser. Also das Mainboard ist nachweislich besser, der Arbeitsspeicher und die Festplatte auch und doppelt so groß. Also von daher, klar, bei dem Netzteil, wie gesagt, eine Stufe weiter runter. Das Gehäuse finde ich persönlich wieder besser. Ihr müsst es selber wissen. Falls ihr euch den hier wirklich irgendwie kaufen wollt, SSD tauschen, RAM tauschen, dann bin ich damit auch irgendwo Gucci. Aber wie ich eben schon sagte, preislich okay, konfigurationstechnisch mehr so, meh. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.